Hi, ich bin's, Lothar. Der Manfrotto Videoneiger mit der genauen Bezeichnung MVH502AH Pro, ich weiß auch nicht, warum die immer so lange Namen haben, ist vielleicht wirklich einer meiner besten Investitionen in mein Kameraequipment. Und warum? Das zeige ich euch jetzt. Übrigens mache ich jetzt gerade die Aufnahmen in ProRes 4.2.2, um ein bisschen hier aus dem Atomos Ninja 5 ein bisschen rauszukitzeln. Der Fluidkopf von Manfrotto macht die Arbeit viel, viel einfacher. Also gerade die Aufnahme mit dem Flugzeug. Wie soll ich mit einem 70-200 2,8L Objektiv ein Flugzeug aus der Hand verfolgen? Das ist eigentlich fast unmöglich. Und das gelingt natürlich mit dem Fluidkopf sensationell. Also der Manfrotto Fluidkopf hat einmal hier die horizontale, wo man dann einstellen kann, Plus oder Minus. Die zweite Möglichkeit mit dem Manfrotto Fluidkopf ist natürlich dann die vertikale, die ich hier einstellen kann. Also auch die horizontale Plus und Minus für geringeren Widerstand oder für höheren Widerstand. Also ich sage deswegen, ist das meine beste Investition. Der Manfrotto Fluidkopf liegt bei 170 Euro, also ist recht erschwinglich. Auf einem stabilen Stativ, ebenfalls das hier von Manfrotto, funktioniert das sensationell. Ja, das war es eigentlich schon heute von mir. Ein kurzes Video, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Übrigens, ich habe gerade was Sensationelles noch herausgefunden, als ich die Canon EOS R, die jetzt gerade läuft, angeschlossen habe und auf Rec gestartet habe, funktionierte es nicht. Ich denke, was ist da los? Ja, ich hatte keine SD-Karte drin. Also finde ich ein super Feature. Wenn keine SD-Karte ist, nimmt sie das gar nicht auf. Lasst doch mal bitte ein Like dabei. Oder da unten ist so eine Klingel, da müsst ihr nur drauf drücken, passiert nichts. Dann verpasst ihr keine Folge mehr auf meinem Kanal. Vielen Dank, habt noch schöne Pfingsten. Peace.